Hallo, servus, grüß euch zurück zu Abby ist die Geister vor jedem, das ist Sabine die Cat. Und wir gehen jetzt da wieder zurück ins Arbeitszimmer. Zu der Kiste da auf der rechten Seite her. Mit der Zange können wir die aufmachen. So, verschiebe die Objekte, um die Stücke des Fischskeletts zu finden. So, die können wir jetzt ein bisschen hin und her schieben da. Dann haben wir schon mal das erste da. Führt uns noch der Schell vom Fisch. So, mit dem gehen wir jetzt wieder zurück zur Bibliothek. Da links hinten können wir den E fügen. Dann gehen wir auf zur Observationskuppe. Da haben wir das nächste Wimmelbildspiel vor uns. Wir brauchen einen Teil des Dreizacks, der ist da oben. Ein Fisch aufblasen, das heißt, wir drehen das da um. Ein Schwertfisch haben wir da. Zerbrechlich ist da oben. Schwamm haben wir da. Bernstein. Seeteufel, Seegurken, Korallen, Laternen, das Eier ist da und das Seesalz. So, dann kriegen wir einen Dreizack da. Dann gehen wir da links her. Kriegen wir nicht. Da liegt ein altes Feuerzeug, das merkt man sich vor. Jetzt gehen wir zurück zum Arbeitszimmer. Links her da zu dem Glasel mit dem grünen Zeugs drinnen. Mit dem Netz holen wir sich den Dreizack der 3 raus. Dann gehen wir wieder zurück in die Bibliothek zu der Statue von Poseidon. So, der kriegt einmal den Dreizack, die Krone und die Muschel. So, dann gehen wir da rechts rein. Da haben wir mal Runenstar Nummer 2. Die Aufzeichnungen aus Schacht 3 besagen, dass die Figur aus dem Schacht eine Art okkulter Behälter ist, entworfen, um einen Dämon darin einzusperren. Der Behälter hat 8 starke Schlösser, die den Dämon einsperren. Ein Schloss scheint zerbrochen zu sein, sodass der Dämon entweichen und Besitz von den Menschen ergreifen konnte. Gehorsame Automaten. Der Erwählte, der Wirt des Dämons. Der Dämon braucht menschliche Wirte, wenn er seinem Gefängnis entkommen will. Und nicht irgendwelche Wirte. Er wählt die, die seinen Zwecken am besten dienen. Die Aufzeichnungen aus dem Sarkophag besagen, dass man die Transformation stoppen kann. Die Weihrauchzutaten. Wo kann ich sie finden? Gewächshauskomplex? Die Aufzeichnungen beschreiben einen Ritus, mit dem man den Dämon zerstören und alle von ihm Besessenen aus seinem Bann befreien kann. Ich werde in Schacht 3 nach mehr Infos über den Ritus suchen. Dieser Wahnsinn wird enden, wo er begonnen hat. So, wir haben jetzt da gepunktetes Tier gekriegt.
so, da haben wir noch immer Blitzpulver hergestellt. Wir gehen jetzt einmal zurück wieder ins Arbeitszimmer. Eine da auf der rechten Seite. Links zum Diaprojektor her. Dann schauen wir uns das rechts an. So, die brauchen wir nur umschieben. Dann kriegen wir die Gordenschade nicht mehr mit. Dann haben wir da das Rezept, wie man den Weihrauch herstellt. Wir gehen jetzt einmal zurück zum Baum. Das hast du komplett raus. So, dann haben wir das nächste Wimmelbildspiel. Wir brauchen Eichhörnchen, ein Schmetterling, beziehungsweise das Wort Slippern, Eierschulen. So, da huckt der Schmetterling, Schüttkrot, ein Schneck. Schlange, Münzen, da machen wir mal einen Deckel zu, Pegasus, müssen wir sie selber bauen, Feder, Herz und die Seerosen da. Dann kriegen wir Rinden, gehen da auf die rechte Seite her mit der Gordenschar, können wir das wegschneiden. Vertausche die Fliesen, sodass jeder Mädchenkopf seinen passenden Körper findet. Gut, die kommt da mal in die Mitte. Kommt da auf. Da oben. So, dann können wir vier zur Orangerie. Dann gehen wir mal links her. Gehen wir nach rechts um zum Tisch. Da haben wir Lösungsmittel. Dann schauen wir uns das da an. Ich brauche die Lux Fidei so schnell wie möglich. Bitte züchte eine für mich. Pass auf die Legaten auf. Sie haben Verdacht geschöpft. So, der dann Anhänger. Den gibt uns aber nicht freiwillig. Da brauchen wir noch einen Nussen. So, dann sehen wir da. Da ist ein Sechskant hinten. Wir brauchen das Lösungsmittel. Und den Fetzen, das Tierchen. Licht der Hoffnung, Lux Fidei, das sehen wir schon. Wir brauchen Wasser, Wind und Sonne. Wir gehen aber jetzt zuerst einmal zurück zum Brunnen.
Damals nächste Wimmelbildspiel. So, ist Neonzeichen an. Das heißt, wir legen den Schalter da hinten um. Dann brauchen wir einen Flaschenöffner. Einen Honiglöffel. Ahornsirup. Eispickel. Traum. Schnüre. Kronen. Bierkorken. Ein Schirm. Tablet. Da hinten ist das Radio. Und die Tofe da. So, dann haben wir einen Eispickel. Gingen jetzt da oben. Mit Sechskant. Oder Achtkant. Können wir das aufschrauben. Dann haben wir einen neuen Fütter. Gut, dann gehen wir wieder vier zur Orangerie. So, da fügen wir mal einen neuen Fütter ein. Gehen wir links her. Mit einem Eispickel können wir das frei klopfen. Oh my goodness. So, kriegen wir einen Schalter. Dritten Runenstar. Versteckt den Stein. Die Legaten suchen ihn. Ich hole ihn, sobald es sicher ist. Haben wir noch einen Bohrer. Gut, jetzt gehen wir zurück. Zum Gewächshaus. So, da mal links eine Bohrmaschine. Da kommt der Bohrer rein. Damit bohren wir rechts den Baum an. So, dann haben wir Harz und Nussen. I've heard you met my twin cousins and my dad. He's really impressed by what you've done. It may not seem like much, but you've given us hope. With your help, we might just make it out of here alive and human. I'm sorry what I said earlier. I knew I could believe in you. I was just scared. So, wir gingen zurück. Rechts hin. So, jetzt legen wir mal die Nussen da innen in die Schalen. Dann kommt das Orchkatzelfieder. Das würzelt sich da durch. So, wir kriegen den Knopf, den fügen wir da auf der rechten Seite beim Koffer ein. Kriegen noch einen Schalter. Die zwei Schaltern fügen wir jetzt da ein. Schalten alles ein. Dann gehen wir zurück. Und die Blume ist gewachsen. I have all the ingredients now. So, wir gingen jetzt da zurück zum Aufzug. Fahren damit oben ins Arbeitszimmer. Schaut ein wenig angefressen aus. Gut, wieder rauf. Zum Arbeitszimmer um. Zum Tisch her. So, da legen wir jetzt alles her. Bereite den Weihrauch nach Rezept vor. Benutze die drei nötigen Zutaten und die Geräte auf dem Tisch dafür. Also, die Rinden müssen wir raspen. Den Weihrauch müssen wir zuerst mit dem Morsel zerkleinern und dann mit dem Stößel und mit dem Mörser. Und die Blume müssen wir zupfen. Wir brauchen drei Löffel voll mit der Rinden, zwei Löffel Harz und zwei Blütenblätter. Gut, dann fangen wir mal an.
Zuerst müssen wir das zerstopfen. Wir haben doch da die Pinzetten, so. Okay. Was habe ich jetzt da übersehen? Okay. Wir fangen mit dem Weihrauch an. Ich meine, mit dem Harz. What's your game? So, der hat jetzt die Kisten hier gemacht, das heißt, das schauen wir so genau an. Dann haben wir da Feuerzeugbenzin. Der Flaschen gingen auf zum Observatorium. Links zum Feuerzeug her. Dann haben wir da oben das nächste Wimmelbildspiel. Wir brauchen Köder am Haken. Das heißt, wir machen da auf, holen sie da einen Wurm auf der rechten Seite bei dem Hohn her. Die Meeresblumen sind da, die müssen wir mit der Flaschen gießen. Krokodilang, Seeschlange, Schwimmer, die Aluflaschen ist da drin, Seespinne, Teleskop, Hummer, das Fossil müssen wir zusammenbauen. Haben wir da den Oktopus und den Hai. Gut, dann haben wir das Blitzpulver. Gingen da hinten, da können wir komischerweise vorbeigehen. Blitzpulver. Fertig. Und dann schrecken wir mal den Kraken ein wenig. So, wir gingen oben. Wir gingen jetzt zurück in den Kanal zum Robot.
Give him the medicine before he gets any worse. He should be okay now, but he has to rest. Go find my father, and I'll watch over Robert. Gut, ich würde sagen, an der Stelle mache ich jetzt wieder eine kurze Pause. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich voll freuen über ein Like. Vergesst nicht zum Kommentieren, vergesst nicht zum Abonnieren, vergesst nicht die Glocken zum Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Pfiat euch! Tschüss!